Gestern hat das zweite deutsche Fernsehen in der Sendung Berlin direkt das Maßnahmenpaket von Bundesinnenministerin Nancy Faeser analysiert. Es wurden eine ganze Reihe von Interviews gezeigt. Insbesondere wurde ein Verfassungsrechtler interviewt. Und die ganze Sendung kam zur Schlussfolgerung, die Maßnahmen von Frau Nancy Faeser verstoßen das Grundgesetz. Das wurde auch getwittert vom zweiten deutschen Fernsehen bzw. von dieser Sendung Berlin direkt. Warum Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD im Kampf gegen Rechtsextremismus die Meinungsfreiheit und die Grundrechte einschränken will, zeigt Heike Slansky in ihrem Berlin direkt Beitrag. Frau Heike Slansky hat das Ganze moderiert und wie gesagt, sie hat eine ganze Reihe von Interviews gegeben, die natürlich am Ende sehr negativ bzw. vernichtend sind eigentlich für Frau Nancy Faeser. Es gab in den sozialen Medien eine gewisse Freude, eine gewisse Zufriedenheit über diese Sendung, denn man sagte, endlich haben die das eingesehen, dass diese ganzen Maßnahmen die Grundrechte in Deutschland einschränken wollen, angreifen direkt. Ja, ich bin da weniger zufrieden, ich bin eigentlich empört, muss ich sagen, denn das hier zeigt wirklich, das ist ein klassisches Beispiel von Medienversagen, konkret vom Versagen der staatlichen Medien. Und das werde ich hier ein bisschen kurz erläutern anhand der ganzen Chronologie des Geschehens. Ja. Was ist passiert? Das war kurz vor Aschermittwoch. Aschermittwoch war dieses Jahr am 14. Februar, hat Frau Nancy Faeser eben ihren Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus vorgestellt in Berlin in einer Pressekonferenz zusammen mit dem Chef des Verfassungsschutzes, Herr Haldenwang. Und schon in der Presseerklärung waren Sätze, die unmöglich waren. Ja, das heißt, man wollte eben, dass sich gewisse Denkstrukturen nicht einnisten in die Mentalität, im Denken der Menschen. Man sollte Dinge auch beobachten, die unter der Strafbarkeitsgrenze sind, etc., etc. Das Ganze war damals ein Riesenthema. Ich rede hier vom 13. Februar bis hin zum 17. Februar. Ja, und das kann ich auch belegen. Ich habe eine ganze Reihe von Videos gemacht. Ich war natürlich nicht der Einzige. Ja, aber das waren alles Videos, die für meinen Kanal sehr erfolgreich waren. Also zum Beispiel habe ich hier Demokratieförderung, Gesetz ist massive Gefahr für politische Freiheiten. Das war am 13. Februar. Ja, also schon damals wurde das thematisiert. Wie gesagt, ich war da nicht der Einzige, aber ich werde das anhand meiner Videos sozusagen hier skizzieren, wie sich dieses Thema sozusagen entwickelt hat, eigentlich in der öffentlichen Meinung. Also das war am 13. Februar. Das war also an dem Tag, das war am Dienstag vor Aschermittwoch, da hat diese Frau das präsentiert, Nancy Faeser zusammen mit Haldenwang, und da habe ich dann schon zwei Videos gemacht. Dann ein weiteres Video am selben Tag, als dann die ganzen Resonanzen kamen. Erfreulicherweise gab es tatsächlich negative Resonanzen, insbesondere von der FDP. Neuer grüner Angriff auf Meinungsfreiheit. FDP platzt der Kragen. Das war am 13. Das heißt, das war ein irre Thema. Ja? Das heißt, alle Leute haben darüber berichtet, Videos gemacht. Ja, allein dieses Video, neuer Angriff auf die Meinungsfreiheit, hat bei mir 82.000 Views bekommen. Das ist für meinen Kanal sehr gut. Ja, das heißt, die Leute waren unglaublich erschrocken, ja, wie die Bundesregierung plötzlich gegen die Grundrechte agitiert. Also das war wirklich erschreckend, ganz einfach, ja. Und dann hieß es weiter, ja, dann habe ich dann noch am 17. Februar weil das Ganze kochte über, ja, das heißt, ich bekam auch E-Mails, die ganzen Kommentare waren, ja, wirklich voller Angst, ja, und Bange über die Entschlossenheit der Bundesregierung, der Ampelregierung, gegen die Grundrechte zu agitieren. Da habe ich dann ein Video gemacht am 17., das war ein Sonntag. Was meinen Sie? Rufen Grüne SPD Notstand aus? Das Ganze war so intensiv, ja, die Wörter von Frau Nancy Faeser waren so heftig, dass die Leute gesagt haben, okay, hier wird vielleicht ein Notstand ausgerufen, weil natürlich in der ganzen Begleitung in den Medien, das wurde ja außerdem noch aufgebauscht, das ist ja die Rechten wollen hier die Demokratie zerstören, ja, wir haben das wirklich mit unglaublichen Demokratiefeinden und so weiter. Das heißt, viele Leute haben gesagt, okay, wird hier nicht ein Vorwand aufgebaut, um die Demokratie in Deutschland eben einzugrenzen, die Grundrechte einzugrenzen, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit einzugrenzen, um eben die Demokratie sozusagen zu schützen. Das heißt, einen autokratischen Staat einführen, um die Demokratie zu schützen. Das war sozusagen überall in der Luft. Ja, okay, warum ich das sage, ist,
damals, ja, haben schon sehr viele Leute erkannt, in den sozialen Medien, in YouTube, in Facebook, in Twitter etc., dass dieses Gesetz ein direkter Angriff auf die Grundrechte ist. Ja? Also das heißt, das, was jetzt das ZDF gestern ausgestrahlt hat, wusste man schon, wenn man in YouTube unterwegs war, vor einem Monat. Und zwar sofort nach Bekanntgabe dieses Maßnahmenpaketes waren die Leute entsetzt. Und es gab wirklich kaum Reaktion. Mit Ausnahme, wie gesagt, der FDP. Die haben relativ früh geschnallt, okay, das geht nicht, weil sie ja sowieso auf Kriegsfuß stehen mit der Ampelkoalition. Sie sind ja quasi eine Oppositionspartei innerhalb der Ampel. Und die haben gesagt, nee, also das hier ist wirklich das überschreitet sämtliche rote Linien. Wir können eben nicht so sowas akzeptieren. Also da, man muss tatsächlich die FDP in Schutz nehmen. Aber ansonsten hat man relativ wenig gehört eigentlich, ja. Viel später kam dann die CDU und so weiter. Aber okay, aber bleiben wir hier bei der Chronologie. Das heißt, Sie sehen, zwischen dem 13. und dem 17., das war das große Thema. Dann hat sich das so ein bisschen in Social Media zumindest, also YouTube etc., haben sich dann irgendwie andere Themen entwickelt und das kam ein bisschen in den Hintergrund. Ich wollte das Thema damals noch behandeln in den Videos, aber ich habe dann gesagt, ich warte mal, dass irgendwie ein Game Changer kommt, ja, um das nochmal irgendwie aufzurollen, weil ich wirklich ja sehr viele Videos dazu gemacht habe. Ich glaube, in wenigen Tagen habe ich bestimmt so 10 Videos allein zu diesem Thema gemacht. So, aber schauen wir uns jetzt mal die mediale Begleitung des Themas, ja. Und zwar die ersten, die gesagt haben, das Ganze ist unmöglich, also das kann man nicht akzeptieren, das war die Neue Zürcher Zeitung, das heißt eine Schweizer Zeitung. Ja, generell ist es so, dass bei diesen ganzen staatlichen Maßnahmen, die, ja, grenzwertig, um mal diplomatisch zu bleiben, sind erstmal die Ausländer diejenigen, die sagen, also was ist in Deutschland los? Wie können die sowas machen? Damals war ja noch dieses Hype mit den Linksdemos gegen rechts. Kaum jemand hat ja auch diese Linksdemos gegen rechts ja kritisiert. Alle haben ja gesagt, ja, wie toll, die gehen auf, für die Demokratie auf die Straße. Und natürlich in dieser Stimmung kam Nancy Faeser mit ihrem Maßnahmenpaket gegen rechts. So. Und die Ausländer, also die Schweizer konkret, die ja sowieso etwas kritisch sind auf Deutschland, die haben gesagt, also hier, was da in Deutschland gerade los ist über der Grenze, das ist wirklich heikel. Ja? Und die haben das tatsächlich damals thematisiert, sehr schnell, und zwar schon am 15. Februar, also recht, ja, das war der Donnerstag nach Aschermittwoch. Die wahre Gefahr für die Demokratie liegt in der Entfesselung staatlicher Gewalt von den Zügeln des Gesetzes. Die Pläne der deutschen Innenministerin Nancy Faeser und ihrer Behördenleiter zur Eindämmung des Rechtsextremismus begründen eine Herrschaft des Verdachts. Das geht zu weit. Das haben die Schweizer sofort erkannt. Ja? Aber Sie sehen, wie langsam das Ganze war. Also das war eine sehr gute, große Zeitung, aber die ganzen großen Zeitungen in Deutschland haben das eigentlich nicht behandelt. Die haben diese Gefahr einfach ignoriert, obwohl die das wussten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Zeitungen, ich meine die FAZ oder die Süddeutsche, die Zeit, die ganze Springer-Presse sowieso, ja, die begleiten natürlich sehr wohl das, was in den Social Media passiert. Ja, das merkt man ja ganz deutlich, weil die ja zum Teil eigentlich gewisse Sätze davon übernehmen. Also wenn man das so ein bisschen vergleicht, ich beobachte relativ viel, was die Mainstream-Medien machen, und man merkt ganz klar, die übernehmen gewissermaßen die Argumente der alternativen Medien, wenn man, um die mal so zu bezeichnen, ja, also YouTube und so weiter. Das heißt, man sieht hier ganz klar eine Vorgehensweise, eine Dynamik eigentlich, wie sich Meinungen verbreiten. Das ist erstmal in diesen alternativen Medien wie YouTube, und wenn das dann irgendwie funktioniert, ja, und das dann nicht mehr so riskant ist, dann werden diese Thesen, diese Narrative von den Medien übernommen. Also zum Beispiel, erstaunlicherweise, das hat sehr viel Aufsehen erregt, und das hat dann wirklich sehr viele aufgeweckt, ist das am 25. Februar, aber ich meine, überlegen Sie, das sind schon 11 Tage später, hat die Zeit einen ganzseitigen Artikel gebracht, ja, und zwar von einem Herr, einer Dame, oder ein Herr, ich weiß nicht, Ijoma Mangold,
Ja, also ja, wahrscheinlich hat er auch offensichtlich ausländische Wurzeln und deshalb hat er auch eine gewisse Distanz zu diesen Sachen und wird auch nicht so in Panik kommen wegen Sachen, die die Bundesregierung macht. Ja, also das ist auffällig, dass eben die Ausländer viel schneller kapieren, dass hier irgendwie die Grundrechte in Gefahr sind. Und er hat dann geschrieben, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und diese Überschrift ist ein Zitat aus der Pressekonferenz, ja, von Nancy Faeser. Die hat das nämlich so gesagt, ja. Also das heißt, das Verhöhnen. Genau dieser Satz wird sehr stark auch behandelt in dem Bericht von im ZDF, also dieses Berlin direkt. Die sagen, ja, aber das ist doch keine Straftat, ja. Also was soll das, ja? Also dieser Verfassungsrechtler ist entsetzt, ja. Aber überlegen, das ist jetzt ein Monat später. Ich gehe weiter in der Chronologie, ja. Und zwar die Welt am Sonntag, ja, hat das am 25. Februar erst gebracht, ja. Also das ist jetzt, überlegen Sie, das heißt, das Ganze war am 12., das sind also 13 Tage später, ja. Und zwar in einem Kommentar von Harald Markenstein, ja. Also das heißt, also das ist also ein gezeichneter Artikel, ja, ein gezeichneter Kommentar. Und solche Kommentare gehen sozusagen auf die Kappe des Autors, ja. Die Welt bringt brachte das, ja. Aber das geht auf die Kappe von Martenstein, ja. Also die Welt am Sonntag, ja. Die Springer Presse hat schon, also die Bild-Zeitung hat schon ein paar kleinere Artikel gebracht, okay, das Ganze ist vielleicht nicht so gut und so weiter. Aber dann sozusagen die richtigen Kommentare kamen wesentlich später, und zwar der repressive Staat ist wieder da. Also dann wirklich dann ganz deutlich. Aber wie gesagt, wir reden hier vom 25. Februar, ja. Also sehr spät. Und da schreibt er, Deutschland im Wandel der Zeiten. Seit dem Mai 2021 kümmert sich der Verfassungsschutz um ein neues Aufgabenfeld. Es heißt Delegitimierung des Staates. Beobachtet werden jetzt auch Bürger, denen keine extremistische Bestrebung nachgesagt werden kann, die aber die eine oder andere staatliche Maßnahme kritisch sehen. Ja, und deshalb eben, da kommt es zu dieser Überschrift, der repressive Staat ist wieder da. Und dann heißt es weiter, die Bundesinnenministerin will neuerdings auch gegen Personen vorgehen, die den Staat verhöhnen. Und ab April möchte Innenministerin Nancy Faeser Verfassungsfeinde auch ohne langwierige Disziplinarmaßnahmen ruckzuck aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Ich hätte nie gedacht, dass der autoritäre, repressive Staat das Feindbild wie viele aus meiner Generation und auch mein Feindbild in Deutschland noch einmal ein so glanzvolles Comeback erleben würde. So Martenstein am 25. Februar. So, okay, und wie ging das weiter? Dann Anfang März, ja, und zwar exakt am 3. März, dann kam die Nachricht, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, diese Gesetze sind inakzeptabel, sie verstoßen gegen das Grundgesetz. Und so hier die Bild-Zeitung. Das können Sie sehen. Experten zerlegen umstrittenes Ampelprojekt. Hier geht es eigentlich tatsächlich auch gegen die ganze Förderung, also das Demokratiefördergesetz von Lisa Paus. Das heißt, Sie haben das quasi im Zusammenhang, ja. Ja, hier sehen Sie Nancy Faeser, hier ist Lisa Paus und die sagen, okay, das Ganze ist geht nicht und so. Ja, und das hat natürlich dann im Grunde genommen dazu geführt, dass man über diese Projekte eigentlich auch nicht mehr spricht. Ja, das ist, sie haben auch eine unterschiedliche Gewichtung, denn das, was Lisa Paus machen will mit dem Demokratiefördergesetz, das ist ein richtiges Gesetz, wo der Staat sich eine Zivilgesellschaft aufbauen will, eine linke Zivilgesellschaft, die dann eben vom Staat auch finanziert wird und deshalb auch dem Staat hörig ist. Gewissermaßen baut sich sozusagen der Staat einen eigenen vorpolitischen Raum, eine eigene Echokammer, ja, und zwar natürlich alles mit linken Organisationen. Die ganzen Maßnahmen von Frau Nancy Faeser, das sind keine Gesetze, das sind im Grunde genommen, ja, Richtlinien, wenn man so will, die natürlich auch sehr schwammig geschrieben sind, ja, aber nicht minder gefährlich, so wie das tatsächlich direkt Berlin direkt veröffentlicht hat und kommentiert hat. So, das war also, um bei der Chronologie zu bleiben, denn das ist das Wichtige, ja, das war am 3. März, so, okay, und dann war eine gewisse Stille rund um diese Gesetze, weil dann haben viele gesagt, okay, das Ganze ist vom Tisch, die FDP hat ganz klar gesagt, so kommt das nicht in den Bundestag, kommt überhaupt nicht in die Tüte und fertig, so. Das heißt, sehen Sie mal, und jetzt gestern
Gestern eben hatten wir den 10. Erst dann, also eine Woche später, kommt das zweite deutsche Fernsehen und sagt, oh, das Ganze ist ja nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. Ja, okay, also das ist ja praktisch ein Monat später. Das Ganze ist wirklich unglaublich. Dass eigentlich, ja, dass die Medien, gerade die staatlich finanzierten Medien, die müssen ja eigentlich eine Wächterfunktion haben. Ja, das ist ausdrücklich so bestimmt eigentlich, ja, für die ganzen Staatsmedien. Ja, sie müssen eine Wächterfunktion. Das heißt, sie hätten als erste Alarm schlagen müssen und sagen, diese Gesetze sind problematisch ausgrund vom auch aus der Perspektive des Grundgesetzes, also verfassungsrechtlich, sind sie problematisch. So kann das nicht sein. Sie hätten dies erst sein müssen. Und wie ist das tatsächlich gewesen? Zunächst mal waren es die sogenannten alternative Medien, also YouTube, wie gesagt, mein Kanal, aber andere haben auch darüber geredet. Dann wurde das langsam, ja, oder beziehungsweise, okay, recht schnell die ausländischen Medien, dann langsam die inländischen Mainstream-Medien, ja, dann der wissenschaftliche Dienst und dann zu sagen, als dann überhaupt kein Risiko mehr war, es überhaupt kein Risiko mehr gab, politisch, ja, negativ sich dazu zu äußern, nachdem der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sich dazu geäußert haben, dann haben erst die öffentlich-rechtlichen Medien, also die GEZ-Medien und die Staatsmedien, wie sie bezeichnen möchten, die haben dann gesagt, oh, diese Gesetze, diese ganzen Maßnahmen, die sind problematisch verfassungsrechtlich. Okay, Sie sehen eigentlich, wie verheerend das ist. Das heißt, diese ganzen Politiker von den Grünen, die ärgern sich, ja, es gibt so diese Stimmung gegen den Staat, es ist Staatsersetzen und bla bla. Aber die Leute kriegen ja dadurch Recht. Ja? Also wie ist es möglich, dass diejenigen, die das eigentlich zunächst hätten kritisieren müssen, als Letzte ankommen, ja, wo alle Leute das schon kommentiert haben, ja, angefangen von YouTube bis hin zum wissenschaftlichen Dienst, dann kommen die Öffentlichkeit. Okay, das heißt, da sieht man einfach, ja, warum ist das so? Ich glaube, das ist eine Mischung von Gründen. Erstens, natürlich gibt es Angst, eben Positionen eben zu vertreten, die sich gegen die linke Regierung richten. Ich glaube, wenn die CDU an der Macht wäre, ja, also zu Zeiten von Helmut Kohl oder sowas, und die hätten sich dazu geäußert, dann wäre das viel schneller gewesen. Ja, also das heißt, wir haben hier eine ganz klare linke Tendenz in den Medien. Ja, und diese Tendenz ist also, das heißt, die haben kein ideologisches Interesse darüber zu berichten oder das kritisch zu analysieren. Aber sie haben natürlich auch Angst. Sie wissen ganz genau, in meinem ganzen Umkreis sind nur linke Leute, ja, oder linksgrüne Leute. Und wenn ich sowas berichte, dann habe ich dann Probleme in meiner Karriere. Da werde ich nicht weiterkommen. Wenn irgendwie dann andere Posten entstehen, da werde ich nicht berüchtigt werden und so weiter. Also das ist natürlich eine Angst, die diese ganzen Leute haben. Das heißt, die warten ab, dass es politisch kaum noch ein Risiko gibt, weil natürlich die Gesetze sind ja gewissermaßen begraben worden. Erst dann wenden sie sich. Aber natürlich kommt auch der Verdacht auf, das Ganze ist natürlich völlig gesteuert. Das heißt, diese Leute sind tatsächliche Staatsmedien im Sinne von Regierungsmedien. Das heißt, sie vertreten die Meinung eben der Regierung, der gerade herrschenden Regierung. Ja? Und das ist natürlich das, was viele Leute sehen und denken, ja, und denen vorwerfen und sie sind nicht in der Lage, dagegen zu reagieren. Ja. Das heißt, dieser Bericht von Berlin direkt hätte schon am 15. Februar kommen sollen und doch nicht am 10. März. Das ist einfach ein Skandal. Das heißt, man sieht hier einfach ein Totalversagen der institutionellen Medien, der Staatsmedien. Das ist einfach ein Skandal. Ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Und hier wurde das besonders deutlich, ja, wenn man sich diese ganze Chronologie eigentlich der Entwicklung des Themas, ja, von den alternativen Medien, also schon, dass die alternativen Medien das überhaupt erstmal aufgreifen mussten und hinweisen mussten, dass das Ganze eine Gefahr ist. Dann kam es zu den Medien, dann eben zum Bundestag und dann schließlich eben zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann muss man zur Schlussfolgerung kommen, hier haben wir es mit einem massiven Problem. Denn es ist offensichtlich, dass die Medien, ja, die staatlich finanziert werden, ihrem Auftrag nicht nachkommen und sie eben tatsächlich im Grunde genommen im Auftrag der Regierung arbeiten. So, und jetzt mache ich, dieses Video ist schon sehr lang geworden, was ich nicht mag eigentlich. Natürlich wird man jetzt auch einige werden sagen, ja gut, aber es gab doch diesen Bericht, wenn man jetzt lange sucht, wahrscheinlich gab es vielleicht doch ein paar Töne irgendwo, ja, im WDR oder so, wo Leuten gesagt haben, nee, also das ist schon irgendwie problematisch, ja.
Aber das geht unter, eigentlich in der generellen Berichterstattung. Und das sehen Sie ja auch an den ganzen Linksdemos gegen rechts. Der Anlass für die Linksdemos gegen rechts war dieser Korrektivbeitrag, ja, der im Januar erschienen ist. Der wurde schon zigmal verändert und abgemildert. Ja. Darüber hört man bis heute gar nichts. Das heißt, wir sehen einfach dieselbe Entwicklung. Das wird behandelt in YouTube. Dann gibt es die eine oder andere Zeitung, die fängt an, damit zu berichten. Und dann vielleicht in einem Monat wird das ZDF und die ARD kommen und sagen, oh ja, tatsächlich so, wie das damals dargestellt worden ist, ist das tatsächlich nicht so gewesen. Aber da wird es wahrscheinlich gar keine Linksdemos gegen rechts mehr geben. Ja, das heißt, die Wertung, die Valenz dieser Nachrichten wird natürlich viel geringer sein, als diese ganzen Linksdemos gegen rechts tatsächlich stattgefunden haben. Und das merken natürlich die Leute. Die Leute sehen einfach, dass hier irgendwie mit falschen Karten gespielt wird. Ja, das Ganze ist nichts anderes als ein Skandal. Es ist ein totales Versagen der öffentlich-rechtlichen Medien.